Hallo und herzlich willkommen zu meiner Musikstunde in meinem Musikzimmer. Heute spielen wir das leichteste Lied, was es gibt, Ist ein Mann in Brunnen gefallen. Dazu legen wir die Hände auf das C, wir spielen alle Töne der Reihe nach aufwärts, der Reihe nach abwärts und dann eine kleine leichte Begleitung dazu. Doch hört her! Fangen wir an zu spielen. Ihr nehmt die rechte Hand in die Luft und spielt einmal 1, 2, 3, 4, 5. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Und noch einmal 1, 2, 3, 4, 5. Unser Liedtext heißt Ist ein Mann in Brunnen gefallen und geht so 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Und einmal zum Mitmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Der zweite Teil. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Zum Mitmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dann kommt wieder 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Und zum Mitmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Und zum Schluss. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Mitmachen. In der Luft. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Wir spielen das ganze Lied mit Luftklavier. Ist ein Mann in Brunnen gefallen. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Abwärts. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Gut, wenn das klappt, dann gehen wir jetzt an die Tasten und spielen das Lied. Kommt her. Ihr findet das C links von den schwarzen Zwillingen. Ich lege hier meinen roten Punkt hin, auf das C legt ihr den Daumen. Und wir spielen 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. Das ist der Text. Ist ein Mann in Brunnen gefallen. Dann kommt der zweite Teil. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mit dem Text. Hab ihn hören plumpsen. Jetzt geht's wieder los. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 mit dem Text. Wenn ihr es auswendig könnt, spielt auswendig mit oder nehmt die Noten. Wir spielen das ganze Lied mit der rechten Hand. Und ist ein Mann in Brunnen gefallen, hab ihn hören plumpsen. Wär er nicht hineingefallen, wär er nicht ertrunken. Prima! So könnt ihr schon die Melodie spielen. Drückt auf Pause und spielt diese Melodie 3 bis 5 Mal für euch durch. Wenn ihr soweit seid, drückt auf Weiter. Wir spielen jetzt die linke Hand. In der linken Hand habt ihr die Auswahl. Ihr könnt einfach nur ein C spielen. C. C. Und an einer Stelle am Schluss, wo die Tonleiter abwärts kommt, drückt ihr mit dem 5. Finger einmal das G. So, ihr spielt jetzt immer einen ganzen Takt lang das C. Ich spiele die rechte Hand, ihr spielt die linke. 1, 2, 3, 4. C. C. Nochmal C. C. Kleiner Finger auf G. Achtung. Und
Das ist die einfachste Variante. Es hört sich ein bisschen besser an, wenn ihr in der linken Hand zwei Tonakkorde spielt. Den C-Zweitonakkord oder den G-Zweitonakkord. Den braucht ihr dann an der einen Stelle, wo es abwärts geht. Ihr spielt zwei Tonakkorde, ich spiele leise die Melodie dazu. 1, 2, 3, 4, C. Und für die ganz Fortgeschrittenen unter euch, ihr könnt den vollständigen C-Akkord spielen mit C, E, G, wenn ihr das schon schafft. Und den G-Akkord, da gehen der kleine Finger und der Mittelfinger eine Taste abwärts. Wieder an der Stelle und wieder zum C-Akkord. Wir machen es auch einmal, ihr spielt die linke Hand in Akkorden, ich spiele leise die rechte Hand. Und gemacht. Ihr habt gesehen, man kann ein Lied immer auf mehrere Arten begleiten. Vielleicht fällt euch noch eine andere Begleitung ein mit C und G. Wenn ja, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.